Gut. So, jetzt sind wir draußen. Wir können schnell reisen. Gibt es einen Schrottplatz? Ah, können wir da gucken. Beim Schrottplatz. Ich war glaube ich noch nicht dort. Noch nicht dort gewesen. Ich muss stricken. Okay. Was? Wir bringen noch was weg. In unserem Hotelzimmer. Mein Hotelzimmer. So, was schmeißen wir rein hier? Ich schmeiße das hier rein. Bei sonstiges. Die 9 mm kriegen wir weg. Akku. Dann halt noch hier drinne. Die hier. Die 44er. Das ist glaube ich für. Okay, das ist für das Jagdgewehr. Und das ist Shotgun, glaube ich. Boone. Soll mir recht sein. Du kannst gerne das behalten. Und den Granatwerfer. Gib mir den Granatwerfer Soll her. mir recht sein. Söldner Granatwerfer. Und das. Warte mal, ich habe noch. Waffe, Akkupistole. So, wir können reparieren nochmal. Und den Plasma Defender. So. Pistole rein. Jagdgewehr rein. Lass mal die Fender rein, das Ding rein. Und Söldner Granatwerfer rein. Und die hier. Ich weiß nicht, ob ich Shotgun gerade habe. Warte mal. Das ist. Das ist 45 Schuss habe ich hier, oder? Warte mal, ich kann das hier im Inventar gucken, oder? 20er Kaliber habe ich hier. Also, die 12er Kaliber brauche ich erstmal nicht. Okay, raus hier. Mal sehen, ob Cliff noch da ist. Ich glaube ja nicht. Nee. Ach, leg uns hier oben hin, im Bett. Und dann werden wir bis morgen warten. Also bis. Schlafen. Oh, schlafen 6 Stunden. Ich hab dehydriert. Nein,
Was kann ich bloß dagegen tun? Wait. Das Schlafen hat sogar meine... What? Wait. Schlafen hilft sogar verkrüppelte Körperteile zeigen? Really? Wusste ich gar nicht. Dehydriert, schmutziges Wasser. So. Du gibst soll mir recht sein. Du gibst mir mal alles. Was Thema? Schachtelzigaretten und Stangezigaretten. Ah, Stepbrücke wegräumen. Ja. Gib her. Vielleicht wissen Sie es ja schon, aber seit Jeannie May von uns gegangen ist, habe ich ein Auge auf Ihr Haus. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir uns mal bei Ihnen bedanken. Hier, nehmen Sie den Schlüssel und machen Sie es sich in unserem Motel gemütlich. Mit dem Schlüssel kommen Sie in das Zimmer im ersten Stock, das der Lobby am nächsten ist. Hoffe, es wird Ihnen gefallen. Danke für nochmal. Ich habe... Nein. Sicher, schauen Sie sich ruhig um. Ich habe sie umgebracht. Kriegt trotzdem Rabatt. Ja klar, warum denn nicht? Sie haben mir befördert dadurch. Was hat er noch hier? Pistole C4. Die Knarre. Warte mal. Okay. Alpha. Okay. Granatwerfer. Ich kaufe immer wieder gerne Munition für einen. Aber die, sag ich mal, die 0,15. Brauch 20, aber ja, die Munition viel zu viel schon. Deswegen kaufe ich noch mehr. Schlau. Come on. Danke. Bis bald. Komm. Will ich jetzt noch alles wegräumen? Nochmal der letzte Rest. Waren die scheiß Stealth-Boys hier oder war? Stealth-Boys hier. Nehmen wir drei mit. Für Notfälle. Zwei Squad schnick auch noch mit.
Ja, reicht. Kein Bock mehr. Ich geh jetzt zur Schrottsammler. Da kommt unser Raum, Weltraumheld. Gibson Schrottplatz. Hallo, ich bin die alte Lady Gibson. So nennt man mich zumindest. Ich habe diverse Dinge zu verkaufen und kann auch ganz gut reparieren. Vielleicht haben Sie das riesige Gebäude im Norden bemerkt. Das ist Helios One. Die RNK hat dort das Sagen, also ist es Sperrgebiet für Prospektoren. Haben Sie... zeig, was Sie das Angebot haben. Ist mir ein... Stimpak. Lasergewehr. Visier. Interessant. Also Gewehr, okay. Ich hab Pistole gedacht. Nö. Will die Reparaturen. Ein Kronkorken. Ach, nee. Was gibt denn über Rapcon berichten? Manchmal scheint mir, als hätte ich die beste Zeit meiner Jugend in dieser Ruine verbracht. Ich und mein Männer, er möge in Frieden ruhen, haben dort immer gesammelt. Wir haben so ziemlich alles mitgenommen, was nicht festgenagelt war. Vieles von dem Schrott hier stammt aus Rapcon. So kam mein Lieblingsstuhl. Was wissen Sie über Helios One? Soweit ich gehört habe, hatte die Stählerne Bruderschaft dort das Sagen, bevor die RNK übernahm. Ich weiß aber nicht, wer das Schießen angefangen hat. Aber als alles vorbei war, war die Bruderschaft mit ihren hübschen Waffen und Rüstungen auf der Flucht. Seitdem hat man nichts mehr von ihr gehört. Warum nennen Sie die alte Lady Gibson? Ich gebe Ihnen mal einen Tipp. Früher nannte man mich nur Gibson. Den Rest können Sie sich wohl selbst denken. Aber das ist mir eigentlich egal. So lange zu leben ist heutzutage wirklich eine Leistung. Mal sehen, ob ich noch friedlich in meinem Bett sterben kann. Haben Sie die Schubkontrollmodule von Rapcon aus... Natürlich habe ich einige Schubkontrollmodule, aber sie sind teuer. 500 Kronkorken, um genau zu sein. Lady Killer, eine attraktive Frau wie Sie ganz allein. Vielleicht können wir auf einen Handel einigen. Ja, ich hab mit Sprache und Falschen keine Ahnung. Deswegen Lady Killer. Ich weiß, dass ich nicht mehr jung und hübsch bin, aber der Gedanke ist ganz nett. Hier, nehmen Sie die Teile, Sie Schmeichler. Umsonst. Weil ich ein Lady Killer bin. Ja, immer der Hund anmeckern. Ey. Viel. Geht hier was zu plündern oder nicht? Glaube nicht. Schön, dass er ein paar Huskies hat. Zigaretten. Die Erfahrungspunkte hier, ja?
Für Erfahrungspunkte war ich das schon. Ich habe letztes Mal kurz gesagt gesehen mit Thema Weltraumschrott. Also ein bisschen Atommüll und alles zu schießen. Und war eigentlich relativ interessant gewesen. Ich finde allgemein so den Weltraum ziemlich beeindruckend. Und da fällt man sich nur vor, wie klein und unwichtig man eigentlich ist. Wenn man das alles weiß, wie klein und unbedeutend man wirklich ist, ey. Ja. Gut, zwei davon jetzt. Konnte auch verklauen. Aber habe ich gerne hier gemacht. Hallo Hund. Warum bist du nicht draußen bei Frauchen? Zu viel Alkohol. Also ich sag mal so, ich hab Bock auf Skyrim auch zu spielen, aber da werde ich auch den Überlebensmodus spielen auch. Also es gibt da den Überlebensmodus, dass man sich auf, Essen, Schlafen und Kälte darauf achten muss. Und finde halt relativ gut, weil es gibt so viel Essen in Skyrim, man nutzt es halt nie. Also, können wir mal schnell reisen. Und das ist halt sowas halt, eigentlich relativ cool. Deswegen versuche ich bei Skyrim mit, sag mal, das mache ich auch 100%, dass ich auf das machen. Aber es ist auch wiederum bescheiße, dass so viel Gewicht ist. Aber ich weiß nicht, ob die Pfeile in Überlebensmodus auch Gewicht haben. Weil ich aber manchmal über 1000 Pfeile gehabt. Mit